Hallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Trains and World 3 hier auf meinem Kanal. Heute den Karlsruher Steuerwagen. Den wollen wir heute mal ausprobieren im Szenario. Und das erste Szenario findet ihr in Kapitel Nummer 2. Güterliche Einigung, 50 Minuten soll das Ganze gehen. Und dann sind wir hier schon relativ weit mit dem Fortschritt. Dafür, dass ich jetzt noch gar nicht viel veröffentlicht habe. Und hier, eigentlich nur einen Livestream bis jetzt gemacht habe mit 5 Fahrplanfahrten. Aber trotzdem haben wir hier schon 3 Kapitel abgeschlossen. Das wäre das vierte. Aber nun gut. Ich würde sagen, wir beginnen. Und dann möchte ich euch nochmal darauf hinweisen, morgen 19 Uhr der nächste Livestream steht an und ihr könnt immer noch mit abstimmen, welche Strecke wir denn fahren wollen. Ich würde mich freuen, wenn wir mal ein bisschen ins Ausland kommen in den Livestreams. Also da gerne auf den Discord kommen, der Link ist in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr dann mit abstimmen, welche Strecke wir fahren wollen von denen, die wir in der letzten Zeit noch nicht gefahren haben. Moin, Sie müssen einen Personenzug nach Bremen übernehmen. Allerdings gibt es da einen Haken. Ich mach schon mal die Türen auf. Aufgerüstet ist die Karre. PZB, Liefer machen wir an. Zugspitze kontrollieren wir. Passt. Zugschluss passt auch. Wunderbar. Unser Ziel passt noch nicht. So, wo fahren wir hin? Na, Bremen Hauptbahnhof. Ein Güterzug aus Brake wird kommen. Ein Güterzug aus Brake kommend wird sie auf der Strecke von Hude begleiten. So, wer lesen kann, ist wieder klar im Vorteil. So, Bremen Hauptbahnhof. Wollte ja wohl so passen. Ja, ein bisschen drunter noch. So, jetzt haben wir es. So, Türen zu. Bremse lösen. Und dann würde ich sagen, ein bisschen Leistung aufschalten hier. Irgendwas stimmt hier nicht. Jetzt ist alles in Ordnung. Jetzt haben wir eine Traktionssperre. Jetzt versuchen wir es nochmal. So, auf geht's. Wir befreien uns, außen wegzublinken. Sonst können wir mit den 60 da vorne nicht ausfahren. Ja, da mache ich euch nochmal auf das Gewinnspiel zum Raildriver aufmerksam. Da bis jetzt sehr zaghaft die Teilnahme. Ihr habt die Chance teilzunehmen, indem ihr Premium-Mitglied werdet auf dem Kanal. Das Ganze reicht für einen Monat. Ich erkläre es an der Stelle nochmal, dass ich damit nur die Unkosten decke, weil das Ding an sich kostet 230 Euro. Und der versicherte Versand, der muss ja auch noch finanziert werden und ich versuche die Kosten da für mich möglichst gering zu halten, deswegen wäre es natürlich dann hilfreich, ihr würdet Premium-Mitglied werden. Ihr habt natürlich aber auch die Chance, morgen im Livestream vorbeizuschauen und da einfach 5 Euro als Donation dazulassen über verschiedene Zahlungswege und dann seid ihr dann auch mit im Lostopf. Also da habt ihr natürlich dann auch die Möglichkeit noch teilzunehmen. Da nochmal der kleine Hinweis an der Stelle. Einsendeschluss bis einschließlich der 20. am 21. gebe ich dann den Gewinner bekannt. Also da noch die Chance ergreifen. So, so viel zum Thema Eigenwerbung. Jetzt wollen wir uns mal hier auf den Steuerwagen konzentrieren. Der mir im Großen und Ganzen super gefällt. Also der Steuerwagen sowie auch die Lokomotive. Das ist super gelungen. Haben wir ja im Laufe der Woche nochmal ein DLC, was aber die ganze Eisenbahngeschichte wohl so ein bisschen absurdum führt. Weil wir dort eigentlich mit dem Zug nur im Kinderwagen rumdüsen. Holiday Express nennt sich das Ganze. Aber auch das werden wir uns natürlich anschauen. Mal ein bisschen gegenbremsen hier. Da bekomme ich am Montag einen Key zugeschickt. Dann werde ich wohl am Dienstag dann auch schon die ersten Videos dazu veröffentlichen können. Sein werden wir hier jetzt mit den DLCs noch nicht durch von der Birmingham. Warum schaltest du jetzt nicht auf, Alter? Weil die Bremse nicht komplett löst. Irgendwas ist hier nicht koscher. So, sehr verehrte Fahrgäste, aufgrund einer Störung hört sich hier nicht richtig. Warum löst er denn dann aus, wenn ich ihn da anlege? Jetzt haben wir doch wieder freie Fahrt hier. Leistung wieder aufschaltbar. Also ich würde mein Fazit zu dem DLC jetzt mal ein bisschen vorziehen.
würde dort diesmal wohl für die 36 Euro eine Kaufempfehlung abgeben, weil wir halt sau viel Rollmaterial bekommen. Auch wenn ihr all die Strecken noch nicht habt, habt ihr immer noch vier verschiedene Fahrzeuge, sage ich jetzt mal, wenn wir die hier den Feuerwagen mitnehmen. Und das ist es schon wert. Die Strecke an sich natürlich sehr kurz, aber die Szenarien, die haben mir bis jetzt super gefallen. Zumindest mal die zwei, die ich jetzt an der Stelle schon veröffentlicht habe, beziehungsweise dann auch gespielt habe. Also das lohnt sich da auf jeden Fall mal einen Blick drauf zu werfen. Ansonsten wartet ihr noch mal ein paar Tage, bis ich hier fertig bin mit den Szenarien. Dann kennt ihr ja auch alles schon. Und dann könnt ihr für euch selber wahrscheinlich nochmal besser entscheiden, ob das was für euch ist oder nicht. Also ich finde es super gemacht und vor allem der Altbau. Ne? Habe ich schon ein paar Mal gesagt, was mit den Altbau-Lokomotiven bzw. mit dem Altbau-Fahrzeugen, das gefällt mir sehr gut. Machen wir die Leistung mal komplett hoch hier, dass wir die 140 auch einmal erreicht haben. Dann können wir auslaufen lassen und können die 3,6 Kilometer dann rollen. Ja, wichtig bei den Altbau-Lokomotiven, habe ich auch schon öfter erwähnt, ist vorausschauendes Fahren. Weil ihr immer eure Zeit braucht, bis die Lok irgendwelche Dinge tut, die ihr wollt. Und ihr müsst ja immer warten, bis die Schaltstufen runtergelaufen sind. In der Zeit beschleunigt die Lokomotive hinten natürlich noch bei hohen Geschwindigkeiten natürlich nicht mehr ganz so doll. In niedrigen Geschwindigkeiten müsst ihr da schon drauf achten. Kleinen Startschwierigkeiten liegen wir sehr gut in der Zeit. Bin ich mal gespannt, was das gleich mit diesem Güterzug wird. Und ob wir da ein Thumbnail herkriegen. Kann ich mich eigentlich schon mal vorbereiten. Machen wir uns bremsbereit. Wenn man sich erstmal an dieses Altbau gewöhnt hat, dann ist die Steuerung gar nicht mehr so schwer. Wie gesagt, Bremsen funktioniert bei beiden Fahrzeugen wunderbar. Da braucht ihr euch echt keine Gedanken machen. Also ihr seht das und ihr bremst auch unendlich lange nach, ne? Schotten. Direkte Bremse anwenden. Die hier lösen wir. Dass wir dann gleich schneller loskommen. Weil wir ja noch genug Zeit haben. Also über eine Minute Standzeit jetzt hier. Überall noch Erfahrungspunkte zum Einsammeln hier. Ja, machen wir zu die Türen. Lösen die Bremse. Dann geht das los hier mit der Eisenbahn. Da hätte ich wahrscheinlich noch mal ein bisschen warten müssen. Zuckelt ganz schön jetzt die Kiste. Ein bisschen aufgeschaukelt beim Losfahren. Aber das kommt vor.
habe ich jetzt meine Zugzielanzeige schon wieder verstellt. Sehr schönes Gimmick da mit dem Laufband, dass das auch funktioniert diesmal. Meine Zugzielanzeigen haben sie ja in den letzten DLCs so ein bisschen nachgelassen, dass man da nicht mehr viel selber einstellen kann. Das haben sie hier wieder ein bisschen gegengesteuert, finde ich ein bisschen schade. Weil die Zugzielanzeige doch schon so ein Gimmick ist, was ich sehr gerne weiter in Benutzung haben wollen würde. Jetzt könnt ihr schon gemütlich auslaufen lassen. Vor Hude geht es auf 120 einmal runter. Und die Uhrzeit, die ist auch wieder mehr als großzügig. Also da macht euch bloß keinen Stress. Bisschen träge beim Rollen, das Ganze. Aber ist auch alles Altbau, ne? Alles altes Zeug hier. Man muss auch dran denken, die Lokomotiven, die arbeiten hier nicht reibungsfrei, ne? Also bei den modernen Drehstromlokomotiven ist es ja quasi so, dass wir einen reibungslosen Antrieb haben, also ohne, dass dort irgendwelche mechanischen Teile reiben. Das ist natürlich bei dem Altbau ein bisschen anders. Deswegen ist es auch unter Umständen einfacher, eine Neubaulokomotive alleine irgendwo hinzuschieben, was ich ja durchaus auch schon gemacht habe, als wenn ihr eine Altbaulokomotive alleine schieben wollt. Einfach daran, dass dort gewisse Reibungselemente sind, die natürlich die Trägheit erhöhen. Bei modernen Drehstromlokomotiven haben wir eigentlich nur die Trägheit zwischen Rad und Schiene. Und die ist eigentlich mit relativ großem Kraftaufwand, aber nur für kurze Zeit überwindbar. Vorangekündigt. Deswegen sage ich, es ist durchaus ratsam, sich hier schon rollen zu lassen. Also einfach auf die 140 und dann lasst ihr euch rollen, dann habt ihr auch keine Bremsprobleme. Wie gesagt, ne, guck mal oben, Zeit, immer noch 2 Minuten, bis wir am Bahnsteig sein sollen. 1,8 Kilometer, das ist mehr als machbar. Den können wir nochmal auslösen. Bremst ja immer noch ewig nach, wie gesagt. Sind die Dinger doch sehr angenehm. Immer nur dran denken, dass ihr vorher die Leistung abschaltet, ne, beim Altbau. Bevor ihr anfangt zu bremsen. Na, ein bisschen kurz. Lass mal noch ein bisschen nach vorne rollen, wenn er dann noch mitmacht. Am Bahnsteig stehen wir noch nicht ganz. Ah, das ist allgemein ein merkwürdiger Standort jetzt. Ich soll jetzt anhalten, da wären ja die Türen noch gar nicht am Bahnsteig. Ich meine, dass die Lokomotive über den Bahnsteig hinaushängt, das kann durchaus vorkommen, aber der Bahnsteig wäre ja lang genug. Aber bitte versuchen Sie trotz der Unterbrechung durch den Güterverkehr den Fahrplan einzuhalten. Ja. Ich gebe mein Bestes. Mein Bremen schon wieder weg.
Dann lobe ich das und dann funktioniert es nicht richtig. Also sobald ich rausgehe, oder? Nee, also jetzt hat er sich wieder umgestellt hier oben. So, jetzt sehe ich vorne noch Halt. Oh, ich würde trotzdem schon mal langsam vorziehen wollen dann gleich. Jetzt ist er sowieso aufgegangen, aber wir haben schon wieder das Leistungsproblem. Ein bisschen aufpumpen. So, befreien wir uns. Gucken wir mal, was mit dem Güterzug passiert vor uns. Mal halt erwarten. Der Wiederholer zeigt auch noch Halterwarten an. Das heißt, wir können uns bereit machen, dann auch vor dem Hauptsignal zum Stehen zu kommen. Ist das da vorne schon das Hauptsignal? Ja, das ist das Hauptsignal. Legen wir die direkte Bremse an, lösen die Luft, in der Hoffnung, dass wir dann gleich schnell losfahren können. Wollte das Signal da vorne umbringen. Und ich finde das ja ganz nett, dass wir hier immer so ein bisschen Stop and Go haben. Das ist mal ein bisschen besser, als wenn wir immer nur dieses sture geradeausfahren haben und nichts passiert. Und wir haben wieder Fahrt. Die Bremse löst schon wieder nicht. Das können wir hier anscheinend getrost ignorieren, weil die Bremsen sind ja offensichtlich gelöst. Ich dachte eigentlich, dass der Güterzug vor uns fährt. Also oder neben uns im Gegengleis oder so. Aber da ja auch noch anderer Verkehr fahren muss, ist das gar nicht so einfach, ne? War das nächste Vorsignal. Parken sehe ich schon, aber das ist auf grün.
lasse ich trotzdem rollen. Zeit passt immer noch. Abstand ist auch okay. 4 Kilometer oder 1,4 Kilometer, nicht 4 Kilometer. Der Güterzug da vorne jetzt auch genug Chance, weit weg genug vorzufahren. Oder weit genug vorzufahren. So, Fahrt mit Halt erwarten. Vorne erinnert so ein bisschen an Eisenbahnromantik von früher. Einer meiner Lieblingsbahnsteige hier. So, dann machen wir die Türen mal auf. Und dann gehen wir doch mal kurz hier ein paar Collectibles sammeln. Ich habe gerade nämlich welche beim Reinfahren entdeckt und wir haben genug Zeit dafür. Aber wie habe ich diese Türen als Kind immer gehasst, ne? Die hat man als Kind immer so schwer aufgekriegt, wenn man alleine mit dem Zug unterwegs war. Wir sind ja früher mit den Dingern immer aus Spaß von Hamburg nach Rahlstedt gefahren, weil man da den Kopf aus dem Fenster strecken konnte. Bremer Kirmes, Osterwiese, vom 31. März bis zum 16. April. Also hier ein bisschen Schleichwerbung. Haben wir sogar 3 Collectibles gesammelt hier. Ich kann euch auch gleich mal einen Überblick mitgeben, was ihr denn genau überhaupt geliefert bekommt hier. Weil jetzt habe ich endlich auch eine Übersicht davon. Die hatte ich zu Beginn noch nicht gehabt. So, ihr bekommt... Bei der Bahnstrecke Bremen-Oldenburg 378 Aufgaben habt ihr insgesamt zu erledigen. 60 Collectibles sind es, 3 Achievements. Ihr bekommt 37 Journeyfahrten, 6 davon sind als Szenario zu deklarieren. 4 Stück von den Dingern natürlich dann als Einführung. Das heißt, ihr habt netto 29 Journeyfahrten und dann habt ihr noch 272 Fahrplanfahrten. Also da kommt auf jeden Fall mal ein bisschen was zusammen. Das Signal vorne immer noch rot. Ne, ist grün. Okay. Signalwiederholer. Klar, erkennbar. Macht er das schon wieder mit dem Bremsen? Und den Bremsen, das geht mir irgendwie nicht. Die Bremsen sind ja gelöst, das ist ja unglaubwürdig hier. Man kann den lösen, also man kann auch nicht lösen beim Losdüsen, weil sobald man also einen Füllstoß macht, dann schaltet auch die Maschine ab. Das wollen wir natürlich auch nicht. Den Hauptschalter gefraggelt jetzt, obwohl ich so schnell aufgeschalten habe. Wahnsinn. Jetzt ist das schon wieder weg da oben. Kann ich hier gar nicht mehr umstellen, oder was? Achso, ich muss das Ding da auch wieder anmachen. Was da? Dann sehe ich auch was. Ich denke gerade, warum steht da oben jetzt nichts? So, machen wir mal vorsichtshalber schon mal ein Thumbnail, weil ich glaube nicht mehr, dass wir den Güterzug halt nochmal zum Sehen bekommen.
Lass mir aber voll in die Eisen gehen. Hab ich ein bisschen gepennt. Jetzt wieder mit anderen Sachen beschäftigt bin hier. Also im Spiel selber war ich jetzt mit anderen, weil das mit der Bremse, das stört mich. Also jetzt funktioniert es auf einmal wieder. Oh, das sah doch wieder aus wie gekonnt, ne? Schon krass, wenn man mal so überlegt, wie einfach das hier vorne alles aufgebaut ist im Vergleich zu dem, was man von modernen Fahrzeugen kennt. Was ist denn das für ein Knopf? Achso, Klimaanlage. Okay. Gut. Warten zu. Ah, jetzt ist alles im grünen Bereich da unten. Das machen wir mal aus hier. Die Punkte brauchen wir nicht. So was für Anfänger. Eukenkamp. Nix alt. Ja, auch da wieder hochbeschleunigen. Dann schon relativ früh könnt ihr abschalten, also auslaufen lassen. Macht ihr euch bremsbereit und dann haltet ihr schnell den Abstand hier relativ kurz. Ein bisschen wie so ein Parabelflug bei der Lufthansa. So, dieses Piepen, was ihr immer hört, das ist übrigens, hat nichts mit der SIFA zu tun, sondern das kommt von der Türsteuerung. Wenn ihr unter 30 km/h seid. Das ist ja so ein neues Gimmick, was jetzt irgendwie alle Lokomotiven bekommen haben, seit Trains in World 3. Mal die drei Collectibles hier mitnehmen. Ich bin schon wieder unter 18% gerutscht. Ich war noch nie über 20% Spielfortschritt. Es kommen zu viele DLCs momentan. Aber mit einer kleinen Verspätung ab, weil der Fahrgast Wechsel zu lange dauert. Na, ich war zu schnell. Jetzt.
ausgestatteten Bahnhöfe mit Bahnübergängen oder Haltepunkte, wie in diesem Fall, schon nervig für Autofahrer. Aber ich bin ja inzwischen auf der anderen Seite, deswegen stört mich das nicht mehr. Schön wäre es gewesen, wenn ich eine Güterzukunft zu sehen bekommen hätte. So, Delmenhorst, auch dort haben wir wieder 120. Das weiß ich inzwischen, so streckenkundig bin ich. Dann beschleunigen wir auch einmal hoch, dann auslaufen lassen, bremsbereit machen. 2 Kilometer habt ihr dann immer noch Zeit, das passt. Bis dahin sollten die Fahrstufen noch runtergelaufen sein. Es dauert halt wirklich, wie gesagt, bei den Altbau-Lokomotiven seine Zeit, bis die Fahrstufen wirklich runtergelaufen sind. Ich dachte immer, Delmenhorst wäre irgendwo im Osten, aber eine andere Stadt. Den Namen jetzt aber vergessen. Es ist wie Magdeburg und Mannheim, das habe ich früher auch mal vergessen. Ich habe früher immer Mannheim im Osten und Magdeburg im Westen gehalten. Obwohl ich selber an der Elbe wohne. Dumm eigentlich. Hoyerswerda, genau. Hoyerswerda hieß das Ding, was ich mit dem Horst mal vom Standort verwechseln. Irgendwie so aus Gefühl drückt man trotzdem die SIFA, obwohl man weiß, dass die Türsteuerung das ist, die da am Piepen ist. Lösen. Kinder anlegen. Ausfahrt steht noch. Jetzt ist natürlich die Frage, kommen wir an diesem Güterzug da noch vorbei? Also da steht einer, an dem werden wir jetzt wahrscheinlich vorbeifahren. Vorne dran sehe ich jetzt zumindest mal nichts mehr, was uns aufhalten könnte. Das wird wahrscheinlich dieser Güterzug gewesen sein. Eine ewig lange Wartezeit hier wieder. In Delmenhorst. Und das Bremen ist schon wieder weg. Also da ist noch Nachholbedarf. EG. Jetzt haben wir schon wieder die Bremsen. Beste. Also Bremsen sind gelöst, aber halt, ne? Ihr seht, das ist die Traktion. Ich weiß nicht, ob das ein Darstellungsfehler ist. Vorletzter Halt hier in Heidkrug.
Oh, bunte Autos. Das ist auch eine Neuerung von TSW. Bei TSW 3 haben wir endlich mal bunte Autos und nicht mehr nur noch weiße. Mal gucken, ob das reicht mit minimaler Bremse. Sieht ja fast schon gut aus. Wollte schon wieder die Sie verdrücken. Und eine Punktlandung. Wo soll das? Wir haben wieder Zeit. Halt hier. Haben wir hier eigentlich? Einen Abteil. Dienstraum. Ah, ja, ja klar. Dienstraum ergibt ja Sinn bei den Fahrzeugen, weil ja früher hier noch Zugpersonal mitgefahren ist. Musste ja auch, weil der Lokführer ja nicht kontrollieren konnte, ob das mit den Türen komplett geklappt hat. Deswegen musste es dort ja Zugpersonal geben. Bei älteren Zügen. Es gibt immer noch National Express, die mit den Dingern durch die Gegend fahren. Ich weiß gar nicht, ob das eine 110 oder eine 111 ist, die vorweg benutzen. Ich glaube aber fast eine 110. Müsste ich nochmal nachgucken, ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf. Und die fahren tatsächlich auch mit Zugbegleitpersonal immer noch. Einstelltabelle. Im Zug ausgehängt, oder in der Lok, das kenne ich ja gar nicht. Muss mir den Kladderadatsch immer noch selber raussuchen. So, 7,4 Kilometer bis Bremen-Neustadt. Jetzt können wir jetzt nochmal 140 fahren. Lang, lang ist her. Das Abschalten vergessen. Naja, ein bisschen zu schnell, macht auch nichts. PZB-Einstellung lässt ja 100, 165 zu, also alles cool. Können wir ein bisschen früher ausfallen lassen. 5,2 Kilometer sind es bis Bremen. Neustadt, und ich glaube, wir werden vorher schon dazu gezwungen zu bremsen. Aufschalten, ich wollte ihn ausmachen.
Fahrzeug schaut wieder sehr gut aus. Was haben wir da vorne? 61. Müssen wir über die 85 kommen. Das Ziel haben wir erreicht und dann geht's in die Neustadt. Dann geht's Richtung Bremen Hauptbahnhof. Ich glaube, Einfahrt nachher mit 50 oder 20, je nachdem, auf was für ein Gleis wir kommen. Mit den nicht vorangekündigten 20. Dann lassen wir die minimale Bremse mal nicht drin. Die lösen wir nochmal aus. Lassen nochmal ein bisschen rollen. Die 60 nochmal wiederholt. Quittieren wir natürlich auch. Kennt ja mein Credo, ne? Wir quittieren bei der Eisenbahn Signale und keine Magneten. Bei 30 Sekunden stehen wir hier nur. Das mit der Zugzielanzeige, das nervt schon wieder, dass sie immer wieder zurückspringt. Dann kann man sich das auch sparen, Freunde. Oh, einen Kühlschrank haben wir. Kühlschrank. Ja, auf geht's nach Bremen Hauptbahnhof. Einmal befreien, aus dem Wechselblinken, ganz wichtig. Weil wir haben immer noch 60 da vorne natürlich. Jetzt werde ich mal vorsichtshalber hier die ganzen Signale einmal quittieren, weil das letzte Mal hatte ich dann eine 20er Einfahrt, ohne dass ich das irgendwie vorangekündigt bekommen habe. Da könnt ihr euch gerne nochmal einen Livestream anschauen. Über die Weser. Dann lasse ich jetzt schon nur noch rollen. 40er Einfahrt hier vorangekündigt. Also da brauchen wir uns keine Gedanken machen. Mal brav quittieren. Dann können wir mal versuchen, mit der dynamischen Bremse hier ein bisschen zu arbeiten. Ich liebe ja diese Einfahrt nach Bremen, ne? Ja, das Signal müsste hinten um die Ecke kommen. Natürlich sehr praktisch ist an Bremen, ist, dass man hier Züge auch Kopf machen lassen kann, ohne dass man irgendwie die Lok umsetzen muss. Weil die Einfahrt ja hier im Dreieck gebaut wurde. Das kenne ich aus Koblenz auch so. In Ludwigshafen funktioniert das auch noch ganz gut. In Ludwigshafen kann man auch im regulären Betrieb relativ gut Kopf machen. Weil der Bahnhof hier allgemein im Dreieck gebaut wurde. So. Alter warten. Klar, wir fahren den Bahnhof ein, Endstation. Wird da alle Fahrgäste aussteigen. Diese Zugfahrt endet hier.
mal Gleis 1 an den Hausbahnsteig. Nein, Gleis 2. Ja. Früh gefreut. Wieder mal eine schöne Punktlandung. Dann lassen wir die Fahrgäste noch ein letztes Mal aussteigen. Und dann soll es hier gewesen sein, nach 48 Minuten. Also Fahrzeit hier relativ gut getroffen mit 50 Minuten. Da kann man sich nicht beschweren. Wir müssen noch einen Moment warten. Die 2 Sekunden, die kriegen wir aber auch noch rum. Exzellente Arbeit heute. Schauen wir mal, wie sie abgeschnitten haben. Ja, normalerweise. Gewohnheit, ne? Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ich würde sagen, war jetzt nicht sehr aufregend, die Fahrt natürlich, aber dadurch, dass wir halt hier den Karlsruher Kopf haben, doch wieder anspruchsvoll. Und ja, wie gesagt, also meine Meinung kennt ihr, die 425, die bekommt ihr jetzt als nächstes zu sehen dann im nächsten Video. Und dann geht's auch schon wieder los mit dem Holiday Express hier fast. Ich würde euch einladen, dann wieder einzuschalten. Denkt an den Livestream morgen, wenn ihr da noch abstimmen wollt, gerne in den Discord kommen. Der Link dazu ist wie immer in der Videobeschreibung. In dem Sinne euch jetzt noch den Hinweis auf ein Abo, auf ein Däumchen nach oben. Ihr dürft natürlich noch am Gewinnspiel teilnehmen, an der Verlosung einfach Premium-Mitglied werden oder morgen im Livestream einmal eine kleine Donation dalassen. Und ihr dürft Discord kommen, Link in der Videobeschreibung. Glocke nicht vergessen, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Und Kommentare, eure Meinung zur Strecke, die möchte ich immer noch wissen. Ich höre und sehe und rieche euch dann in der nächsten Folge. Bis dahin von mir wie immer ein gepflegtes Reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.